Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Klimtopia. Endlich mal wieder hier auf Klimtopia. Wir haben jetzt eine Woche Pause gemacht, dadurch, dass Cyberpunk rausgekommen ist und der große 2077 Minuten, ich wollte gerade fast Stunden sagen, Minuten-Stream angelaufen ist. Und ja, das war letzte Woche. Diese Woche machen wir keinen so großen Stream. Aber ich kann euch jetzt schon mal sagen, zwischen Weihnachten und Neujahr wird es meinen großen Jahresabschlussstream geben. Wenn ihr dabei sein wollt, dann schreibt es auf jeden Fall in euren Kalender. Es gibt noch kein Datum, also schreibt es nicht in euren Kalender. Aber merkt euch schon mal, zwischen Weihnachten und Neujahr kommt mein großer 54-Stunden-Jahresabschlussstream. Diesmal leider ohne Gäste auf der Couch, also außer Simon und Michi, die ja hier wohnen. Aber ansonsten Corona-bedingt leider keine Gäste. Ein bisschen schade, aber ja, so ist es halt. Ja, und ich kann noch eine weitere Sache ankündigen. Ich weiß nicht genau, in wie vielen Tagen das von jetzt an ist, wenn ihr das Video seht, aber am 20.12. werde ich auch noch einen Charity-Livestream machen. Ja, nähere Infos dazu erhaltet ihr, wenn ihr dann am 20. auf meinem Twitch-Kanal seid. 19 Uhr plus minus, fangen wir wieder an und da sammeln wir für einen guten Zweck. So, jetzt allerdings... Ihr kennt das Ganze schon. Ihr wisst schon genau, worauf es jetzt hinausläuft. Wir machen es immer traditionell. Fangen wir an mit Trockenlegen. Und wir werden jetzt den Tempel weiter trockenlegen. Man kennt's. Den Tempel trockenlegen. Wir müssen immer noch weitermachen, damit wir hier eine vernünftige Erfahrungsfarm haben. Damit wir hier eine vernünftige Seelaternenfarm haben. Weil eigentlich wollte ich nur Seelaterne haben für die Farm, die ich im End bauen wollte, die Erfahrungsfarm. Und jetzt mache ich irgendwie das hier aus Versehen. Keine Ahnung, auf jeden Fall legen wir jetzt erstmal weiter trocken. Und das Ganze machen wir natürlich in der Third-Person-Timelapse. Und wenn wir damit durch sind, ja, dann erzähle ich euch noch so ein bisschen, was wir ansonsten noch in dieser Folge vorhaben. Aber jetzt, wie gesagt, verabschiede ich euch erstmal in die Third-Person-Timelapse. So sieht's also aus, wenn man den Tempel hier schön weiter trockengelegt hat. Wir haben jetzt hier noch eine Reihe hinzugefügt. Ihr seht, dass hier ist schon viel Platz. Man kann hier schön rumfliegen. Sehr, sehr cool. Und auch hier haben wir jetzt schon einen Spalt komplett ausgehoben. Natürlich fehlt hier noch sehr, sehr viel. Aber wir machen sehr gute Fortschritte. Beim nächsten Mal, denke ich, werde ich wieder so zwei Spalte ausheben. Dass wir dann bis hier kommen auf der Seite. Dann haben wir quasi fast rundherum. Dann machen wir noch die andere Seite. Und dann fehlt nur noch der Tempel an sich. Da werden wir ja wahrscheinlich ein bisschen vorsichtiger sein müssen, weil hier viele Guardians rumschwirren. Verrückt, weil da spawnen die ja auch. Ich weiß ja nicht genau, wie ich das dann safe mache. Wahrscheinlich mit Unsichtbarkeitstrank oder so. Aber deswegen mache ich ja erstmal die Sachen außen. So. Genau, und hier müssen wir auch noch nicht so viel ausheben, weil wir legen ja nur bis zum Tempel trocken. Genau, deswegen machen wir das ja auch so, weil wir so nur die Oberseite vom Tempel trockenlegen müssen. Und dann den Tempel innen können wir dann nochmal separat trockenlegen. Da gibt es die Mauern ja quasi schon. Ja, aber abgesehen davon fliegen wir jetzt zurück in unsere Base. Und dann sage ich euch, was wir heute hier auf der Hauptinsel so machen. Hier auf der Hauptinsel möchte ich das ein oder andere machen. Und okay, das verwirrt mich total, wenn ich das hier so mache. Das Direct habe ich mich nicht selber gesetzt. Ja, ich würde gerne hier die Kathedrale mit euch planen. Einfach nur mal so grob skizzieren, wo ihr hier hinkommt, dass man so ein bisschen mehr einen Eindruck von dieser Hauptinsel bekommt. Würde ich schon sehr, 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 sehr feiern. Also hier startet die ungefähr. Ich setze hier nochmal ein paar Blöcke nach hinten. Ich glaube, das tut dem Ganzen auch sehr gut. Und dann geht die erstmal ein paar Blöcke nach oben. Ich weiß jetzt erstmal gar nicht, wie hoch. Boah, okay, vielleicht ist sie zu breit. Obwohl, nee, zu breit ist die nicht unbedingt, aber die müsste noch höher. Die soll halt nicht so gestaucht aussehen, ne? Die soll schon... Welche Höhe sind wir denn jetzt hier gerade? Auf 90. Okay. Dann können wir hier ja auch mal bis auf 90 hoch... Aua, bis auf 90 hochgehen. 79, 80, jetzt noch 10 Blöcke. Vielleicht auf 90, so. 90. Müssten die gleich hoch sein. Ja... Und dann hier noch so ein Spitzdach drauf. Ist es vielleicht ein, ich heiße nicht Spitzkopf. Nee, ich bin kein Spitzkopf. Ja. So. Ist gerade nur so ein Test, ob und wie überhaupt. Weiß ich nicht. Da werden wir dann noch gucken. Wo sind wir jetzt hier? Das ist die Mitte, ne? Also müssten wir hier ja eigentlich auch den hier machen. Perfekt drauf gelandet.
Schaffe ich es mit der Elytra drauf zu landen, das ist die Frage. Bam. Elytra König. So, Elytra Gott. Elytra Kaiser. Das gibt's krasseres als Gott. Götterschöpfer. Weiß nicht. So. Ja, von der Höhe her sieht das. Oh, doch. Sieht schon richtig aus von der Höhe her. Natürlich muss das Dach nur noch ein bisschen anders gebaut werden, aber wir machen auch nur jetzt so einen kurzen Umriss. Wie sieht das denn aus, wenn man so hier lang fliegt? Ja, ich glaube, größentechnisch auch schon in Ordnung. Ja, doch, ich glaube, größentechnisch passt das hier relativ gut. Was ich jetzt noch machen möchte, ist wieder den Lando Calrissian machen, also landen. Und hier vielleicht einfach mal bis zum Ende durchgehen und diese Querstreben auch noch hinzufügen, dass wir so ein bisschen, wie gesagt, einfach nur ein Gefühl dafür bekommen. Wir haben ja generell noch viel vor. Ich hätte jetzt wirklich die Baumfarm mal machen müssen. Aber ich bin leider noch nicht dazu gekommen, mir anzugucken, wie so eine Baumfarm vernünftig gebaut wird. Also mit TNT und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich da ungefähr vorhabe. Was? Die Villager sind auch hell aufgeregt. Guck mal, die Eisenfarm funktioniert noch. Haben wir gerade direkt gesehen. Haben wir also wieder bestätigt. So, dann können wir hier wieder ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Und dann mal von oben auch noch durchgehen. Ich mach's hier mal zu Ende. Baue hier mal so ein bisschen hin, wie die Kathedrale aussehen soll. Und dann unterhalten wir uns noch ein bisschen, was reinkommt. Ah, so, das ist jetzt ungefähr die Größe. So, das wird natürlich, das ist noch nicht fertig, ne? Also ich wollte es nur noch mal sagen. Von der Kathedrale, in der man dann hier sein kann, durchgehen kann, hier vielleicht so einen Redstone-Schaltkreis löst, um dann hier auf die Lichtung zu kommen, in die man von außen natürlich reinfliegen könnte, aber ansonsten nicht irgendwie von außen da reinkommt. So, das ist der einzige vernünftige Eingang in diese Kathedrale. Ich muss auch noch mal ganz kurz gucken, also nicht jetzt, aber wenn ich es baue, wie die Kathedrale in Ocarina of Time genau aussah. Ich glaube, die hat hier noch so Zipfel, also so kleine Türmchen immer an den Seiten. Vielleicht auch in der Mitte, ich weiß nicht ganz genau. Das ist auch nur, um grob Platz zu machen, um eine Idee dafür zu bekommen, wie das wohl aussehen mag. Und ich finde, das passt hier dann sehr, sehr gut rein, auch mit dem Baum, der so halb rüberragt und so. Ich glaube, das wird übelst nice aussehen. Und jetzt kommen wir zum anderen Punkt. Ich würde nämlich gerne die Insel schon ein bisschen wohnlicher machen. Hier ist noch sehr viel Spawnfläche. Ihr seht es, hier können überall Creeper spawnen. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich will die Insel ein bisschen ungefährlicher machen, ein paar Fackeln hier hinstellen. Und wenn wir gerade auch schon mal dabei sind, können wir diesen Bereich hier, der in den Friedhof führt, der immer noch nicht fertig dekoriert ist, der hier auch lang geht, einfach mal schön machen. Einfach mal die Fackel entfernen, ein paar Büsche hinstellen, hier noch so ein bisschen Berglandschaft hinzufügen. Und genau das möchte ich jetzt mit euch alles kurz planen. Ja, wir haben hier diesen Bereich. Hier würde ich gerne noch so einen äußeren Teil machen, der hier so ein bisschen abgegrenzt, so, dass man hier so vielleicht so eine Klippe hat, die bis hier oben hoch geht, also bis zu diesem Level hier, wobei ich habe ja, also hier soll ja vielleicht, sollte eine Statue hin. Ich glaube, ich mache hier tatsächlich lieber einen großen Baum hin, weil diese ganze Insel will ich ja eigentlich schon bebauen. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Hier soll das ja schon so tief sein, dass man hier reingucken kann. Also wird dieser Bereich hier mit der Klippe etwa ungefähr auch auf dieser Höhe sein. Ich denke mal, das werde ich machen. Hier das noch austauschen durch Erde teilweise. Ich habe, oh, durch Gras. Ich habe auch noch so ein bisschen Gras hier gerade am Start. Rasen, ne? Kein Gras. Kann man so ein bisschen machen und dann vielleicht nochmal hier, dass hier so ein bisschen aussieht, als wäre es schon so aus dem Stein rausgebrochen. Da kann man ja das hier dann noch so ein bisschen draus machen. Keine Ahnung, und auch hier auch vielleicht nochmal ein bisschen in Erde so drauf platzieren. Ja, das sieht jetzt schon deutlich besser aus. Ja, jedenfalls müssen wir hier generell einiges machen. Das heißt, hier noch so ein bisschen aufschütten. Und dann hat man hier so einen Bereich. Und ich glaube, diesen Bereich benutze ich dafür, dass ich hier dann einen Zaun hinziehe. Also hier wird dann einfach so ein Zaun stehen. Nicht so ein hoher wie der, sondern eher so ein kleiner Zaun, von dem man dann rausgucken kann. Das hier weiß ich noch nicht, was ich mit dieser Ausbuchtung hier machte. Oh, da bin ich mir noch unsicher. Wenn ihr noch coole Ideen habt, was man hier reinzimmern könnte, sagt Bescheid. Was ich hier reinmachen könnte, ich könnte die ganze Ausbuchtung wegmachen und hier so eine Grotte reinmachen, aber ich glaube, die passt hier nicht rein, weil dahinter direkt unser Gang ist. Wobei der Gang ist, glaube ich, hier. Ja, nee, dahinter ist direkt die Farm hier. Die ist direkt dahinter. Weiß ich noch nicht genau. Muss ich mal gucken, wie wir das dann genau machen.
Aber ich glaube, hier oben können wir das schon mal weitermachen. Hier unten das... So. Vielleicht ein Schiff oder so. Ihr schlagt immer öfter Schiffe vor, wenn ich hier irgendwas baue. Aber wir machen das jetzt mal erst in der Optik von dem hier. Und dann haben wir noch andere Sachen zu tun. Ein bisschen Deko und so, aber das können wir gleich zusammen machen. Wir holen jetzt erstmal die Zäune ab. Haben wir denn noch Zäune hier? Ja, schön. Perfekt. Denn wir haben die linke Seite ziemlich fertig. Und wenn wir das mal ganz kurz angucken, sieht das jetzt so aus. Ah, da war das so. Okay. Und hier können wir einen Zaun hinsetzen. Finde ich schon viel, viel cooler als vorher. Ist einfach das Gebiet so ein bisschen mehr abgesteckt. Es kommen hier noch Bäume und Pflanzen hin. Das ist klar. Aber grundsätzlich finde ich es sehr cool. Hier oben kommen Bäume hin. Hier unten auch übrigens. Also es wird hier zum Beispiel, glaube ich, könnte so richtig cool noch so ein Baum hinkommen. Und dann hat man hier so eine kleine Ecke, wo man hier lang gehen kann. Und so ein kleines, so wie so ein bisschen Hub. Man kann in die Höhle, die ich jetzt richtig cool finde übrigens. Ist nicht richtig gut, hat sich hier eingefügt. Ja, ihr fragt euch bestimmt, wo Günni das Schwein ist. Und das kann ich euch sagen. Das Schwein ist immer noch da. Und ich habe hier so einen kleinen Weg gebaut. Und man kann jetzt hier hoch reingehen. Und hier ist das Schwein. Ich wusste nicht, wo ich das Schwein hin tun soll. Da dachte ich mir so, ja, okay, was ist, wenn ich das Schwein einfach nicht wegtue? Ja, aber wie komme ich dann zum Schwein hin? Ja, dann habe ich halt hier so einen Weg gebraucht. Ja, wieso nicht? Aber jetzt haben wir so einen kleinen Weg zum Schwein. Also, perfekt. Naja, okay. Also, ich möchte ja gerne noch irgendwo einen einen Baum mit Ich weiß, glaube ich, hier will ich lieber so ein paar kleine Bäume haben und hier so einen mittleren Baum, aber hier könnte wieder ein großer hinkommen und hier fühle ich auch noch einen großen. Hier so. Weiß noch nicht genau. Ja, ich glaube, ich packe da mal so ein paar mittlere Bäume drauf. Das können wir gleich sogar zusammen machen. Dann ja, hole ich mal die ganzen Sachen dafür. Hole auch noch ein paar Shroomlights, dass wir hier ein paar Büsche hinplatzieren können an guten Stellen. Hier zum Beispiel, dass wir hier so einen Busch hinpacken können mit Shroomlights. Wir können nicht nur alles mit Shroomlights ausleuchten, deswegen sollten wir uns wenigstens so eine kleine Idee überlegen, wie wir Laternen hier anbringen. Mal gucken, wie wir das machen. Aber der Ausblick, der muss auch noch cool sein. Das heißt, wir müssten hier vielleicht irgendwann so ein Schiff hinbauen. Wenn hier gucken, dass es so ein Schiff ist. Und das Schiff ist dann eine Farm. Aber jetzt geht's erstmal los. Ich hole ein paar Sachen, die wir benötigen. Und dann geht's ans Dekorieren. Aha, schau mal da. Da ist schon so ein bisschen... Ich baue da jetzt nicht den ganzen Baum, weil das dauert immer so ein bisschen länger. Und dann machen wir mal wirklich eine Baumfolge. Aber hier soll später so ein Baum hinkommen, der auch so ein bisschen größer ist. Ich weiß, man sieht dann diese Farm nicht immer. Aber was mir wichtiger ist, ist, dass man den Baum eher sieht. Also den großen Hauptbaum sieht. Das heißt, ich wollte hier jetzt keinen fetten Baum hinmachen, weil der so ein bisschen die Sicht versperren würde. Das heißt, hier kommt vielleicht so ein Baum, der hier so rüberhängt, so ein kleinerer. Und hier kommt dafür der große Baum hin. Ja, dann kann man hier so hochgehen. Hier sollen auch noch ein paar kleine Bäume stehen. Das können wir ja auch theoretisch jetzt mal machen. Ich merke gerade, da sollte ich vielleicht hier so mal ein bisschen wegmaken. So, habe ich denn... Ja, habe ich. Ich habe hier, glaube ich, alles mitgenommen, was ich dafür brauche. Perfekt. Leider kann man nicht mehr so geil große Bäume erzwingen, beziehungsweise die, die man erzwingen kann, sehen jetzt mittlerweile übel dumm aus. Das heißt, wir müssen so ein bisschen auf unser Glück vertrauen, hier so einen großen Baum hinzubekommen. Bekommen wir jetzt natürlich nicht, das ist natürlich ganz klar. Ja, und hier vielleicht auch noch so ein Baum, den können wir dann noch so ein bisschen zurechtschneiden, so dass der vielleicht das irgendwie so ein kleinerer Baum ist oder sowas in der Richtung, weiß nicht genau, dass das halt trotzdem noch gut aussieht. Jetzt habe ich den da wieder hingemacht, null, wollte ich gar nicht. Ja, keine Ahnung, hier so ein kleinerer Baum oder sowas und dann hat man hier halt natürlich noch das Baumbild hier. Unten dran, ja, finde ich eigentlich schon ganz gut. Hier hätte ich wirklich gerne einen größeren Baum, aber wie gesagt, wir können es leider nicht mehr schön erzwingen, sondern wirklich nur so. Macht aber gar nicht so viel, weil ich habe ein paar Setzlinge, ich habe genug Bone Meal und ich brauche Blätter. Und so ultra selten ist es ja jetzt auch nicht, dass die random kommen. Von daher, tatsächlich werde ich mich gleich mal hier hinstellen und ja, vielleicht haben wir ja jetzt Glück. Glück, gönn. Nee, kein so großer Baum, wie ich mir es erhofft hatte. Vielleicht muss ich hier auch custom einen hinbauen, damit es der so ein Baum ist, den ich gerne hätte. Aber ich mag die Minecraft-Bäume tatsächlich gerne. Und ich mag die Optik, dass man, ja, dass man denkt, dass hier hätte generiert sein können, die Insel. So, das ist so mein Baustil, den ich... Minecraft? Was ist denn das für ein Unfall? Habt ihr das gesehen? Was war denn das für ein Unfall? Oh Mann. Naja, es war kein Baum, es war eine Kugel. Kugel.
Ja, aber was wir jetzt auf jeden Fall schon mal machen können, ist, da werde ich mich gleich noch ein bisschen dran setzen. Ihr sind ein paar Lichtquellen hier einbringen. Also zum Beispiel hier können wir easy so einen Shroombusch hinzufügen, der einfach hier so an der Seite steht. Das hier können wir auch alles wegmachen. Ich will keine Fackeln auf meiner Insel der Klümmigkeit haben, sondern ich möchte tatsächlich alles entweder per Laternen. Da müssen wir nochmal gucken, ob wir da irgendwie so eine coole Laternentechnik irgendwie bauen können, die, also nicht Technik, sondern eine Laternenoptik, die gut aussieht. Aber ansonsten, ja, also wenn wir das nicht machen können, dann machen wir halt alles voller Büsche. Das passt ja auch, ne? Es sieht, finde ich, gut aus. Die Büsche sehen also immer nice aus. Und, was, huch. Moment mal ganz kurz. Wo geht's denn da unten lang? Ist das das Dach? Kann ich da noch was hinsetzen? Ja, gut, das fällt nicht auf. Ich dachte jetzt, es wäre vielleicht irgendwie doof oder so, aber nö, fällt gar nicht auf. Cool. Ich dachte jetzt, wir hätten so ein Problem, aber dann hätte ich das Ding einfach verschoben. Ja, sehr gut, dann können wir einfach hier so ein bisschen den hinsetzen. Guck mal, und schon ist das 10.000 Mal besser. Also wir können hier oben auch noch ein paar Laternen anbringen. Hier und hier und hier, ja, vielleicht so ein paar Laternen. Könnte man auch machen. Das finde ich ist schon zu abge... Weiß nicht. Wir könnten hier oben auch noch so einen Busch hinsetzen. Hier auch noch so einen Busch hinsetzen. Hier auch noch so einen Busch. Überall Büsche, überall. Weiß nicht. Aber hier wollte ich auf jeden Fall noch einen hinsetzen. So. Und dann haben wir hier den ganzen Kram ausgeleuchtet. Guck mal, perfekt. So einfach kann es gehen. Und dann machen wir hier noch so ein bisschen Rasen an die Seiten. Und schon haben wir... Ja, schon haben wir quasi so eine nice, überwucherte Atmosphäre geschaffen. Vielleicht noch ein paar Vines hier an die Ecke und ein paar Vines hier noch rüber. Es soll halt so ein bisschen mehr nach Dschungel aussehen, was wir hier alles machen. Aber ich finde, das kriegen wir gerade schon ganz gut hin mit so ein paar Kleinigkeiten, die wir hier einfach machen. Ich glaube, einen Custom-Baum, da komme ich nicht drum rum. Vielleicht bauen wir den Custom-Baum noch, der so ein bisschen rausragt oder so noch ein bisschen. Das wäre noch cool. Und hier könnte man auch... Das nervt mich ein bisschen, dass wir hier diese Wegblöcke noch haben. Die passen da überhaupt nicht hin. Und hier hört man die Kühe so. Ah, da könnte man das so machen. Aber ich guck mal. Wir machen hier noch ein bisschen mehr. Und dann sehen wir uns gleich mal wieder. Und der Baum hier ist tatsächlich natürlich generiert. Hey! Also, ja. Okay. Tatsächlich ist er obviously nicht natürlich generiert. Aber der ist halb natürlich generiert. Also es war hier ein natürlich generierter Baum. Und wir haben den noch so ein bisschen angepasst. Ein paar Detailveränderungen vorgenommen. Und ich finde tatsächlich... jetzt, also was heißt Detailveränderung? Wir haben den schon ganz schön gut verändert. Aber ich finde, der Baum jetzt passt hier wirklich mega gut rein. Wir haben hier so, der hängt so ein bisschen hier rüber und so. Das finde ich übelst cool. Wir können jetzt hier in die Höhle gehen. Ja, vielleicht ist mir das ein bisschen zu nah dran, aber irgendwo finde ich es auch cool. Und wir haben jetzt hier so einen richtig, richtig nicen Baum. Und langsam kriegt das die Atmosphäre, die ich wollte, dass es hat. Noch lange, lange, lange nicht so krass, wie ich das wollte. Also ich möchte ja wirklich, dass hier wirklich sau viel einfach nur... voll ist mit Bäumen und Büschen und Blättern und so. Das soll ja completely alles full sein hier, weil ich, ja, diese Optik einfach gerne haben würde. Dass man hier so in der richtigen Urwaldmäßig unterwegs ist. So, jetzt wollte ich hier jetzt nochmal ganz kurz ein paar Bäume platzieren und hier noch so ein bisschen noch wegmachen, so. Und dann hier vielleicht noch so ein Licht reingeben. Das kann ich sogar so lassen. Ist ja auch nicht so schlimm. Aber so, damit man das auch immer hier so ein bisschen erkennen kann, wie ich das hier vorhabe. Ich kann hier generell ja immer so unter den Bäumen so Licht machen. Das stört ja nicht auf. Nicht auf, das fällt ja nicht auf, würde ich gerade sagen. Mal kurz schlafen gehen. Und dann, hups, einfach neben dem Bett. Hä, liege ich neben dem Bett oder liege ich jetzt auf? Ich glaube, ich liege auf dem Bett. Ein Craft-Deck, ist ja egal. Und dann haben wir das Ganze so und ich finde, das sieht so, boah. Auch zum ersten Mal, dass ich das so sehe, komplett voll bewachsen. Ich finde, es sieht übelst nice aus. Ich hätte zwar gerne noch hier an der Decke so ein bisschen mehr, aber ich glaube, wenn wir hier jetzt noch so einen Baum machen, der hier rüber hängt. Also ich würde gerne, wenn ich hochgucke, an den meisten Stellen den Himmel nicht sehen wollen. Das ist das, was ich gerne, das ist das, was ich haben will. Aber ich finde auch so ist das schon übernice. Der Platz hier ist mir tatsächlich noch ein bisschen zu groß, ein bisschen zu offen. Ich weiß nicht genau, was ich dagegen tun soll, außer vielleicht hier noch einen Baum hinstellen. Aber der könnte auch zu groß sein. Okay, das ist ein hoher Baum, den ich auch gar nicht so schlecht finde. Und gerade wenn wir, glaube ich, hier noch so einen Busch hin... Jetzt, erster Versuch. Hier noch so einen Busch hinpacken. Ja.
Ja, doch. Ja, es ist ein Minecraft-generierter Baum. Aber ich möchte auch ein paar Minecraft-generierte Bäume haben. Das habe ich ja schon gesagt. Ja, Blumen passen jetzt hier, glaube ich, nicht so ganz hin. Zumindest nicht die roten. Ja, Ich weiß nicht, ob ich Wegblöcke benutzen soll. Da bin ich mir selber noch unschlüssig. Oder ob ich hier irgendwas anderes benutzen soll. Ja, doch, ich glaube, ich bin eher ein Fan von Gravel als von Wegblöcken. Aber da bin ich mir auch noch unsicher. Vielleicht nehme ich auch Coarse Dirt und Gravel gemixt. Also hier habe ich Gravel. Das mag ich eher nicht so gerne. Da fehlt halt noch auf jeden Fall Coarse Dirt, dass sie hier zwischen ist und so. Eher was Braunes, glaube ich. Das passt hier mehr rein. Der Baum, wie gesagt, wird hier ein etwas größerer Baum. So ungefähr wie der da hinten. Und hier der Baum, den wir noch nicht angefangen, der geht dann auch so hier rüber. Aber ich würde sagen, das war es dann auch schon für diese Folge. Wir haben jetzt nicht ganz so viel geschafft, aber wir haben da gut weitergearbeitet. Das hat länger gedauert. Wir haben hier die Kathedrale vorskizziert. Ich habe auch noch ein bisschen mit JoeCraft gequatscht auf dem Craftex-Server. Was wir da bequatscht haben, seht ihr dann die Tage. Aber deswegen haben wir jetzt hier nicht so krass viel gemacht. Aber ich finde, das hat schon einen heftigen Unterschied bewirkt. Wir haben hier das alles geterraformt. Wir haben hier einen Custom-Baum jetzt hingesetzt, aus Versehen. Eigentlich wollte ich hier gar keinen Custom-Baum hier hinmachen. Deswegen, sorry, ich wollte gar keinen Custom-Baum bauen. Und wir haben hier so ein bisschen die Optik noch ein bisschen verfeinert, so wie ich es später eigentlich haben will. Es geht in die richtige Richtung und ich würde sagen, meine Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge von Klimtopia wieder. Craftex kommt natürlich auch noch. Ich gucke mir fürs nächste Mal an, dass man irgendwie wieder eine Baumfarm irgendwo bauen kann. Da müssen wir natürlich noch gucken, wo. Das können wir dann entsprechend alles vorbereiten. Aber Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.